Ja, auch Leute, und herzlich willkommen zu einer kleinen Sache, die so auch wieder mal nicht angekündigt war. Das liegt im weitesten Sinne daran, dass mir das gestern mehr oder weniger auf der Couch eingefallen ist, dass ich eigentlich sowas machen könnte. Ich hatte erst den Amiga Adventskalender gehabt und wir haben jetzt ja im Jahre 2012 so ein sportliches Jahr mit der Fußball-Europameisterschaft 2012 und auch natürlich der Olympiade noch in London, sodass ich mir gedacht habe, ich zeige euch mal, wie sich im Laufe der Zeit die Sportspiele so verändert haben auf den Systemen. Das heißt, ich werde euch jetzt bis zum Anpfiff der EM, also quasi bis zum nächsten Freitag, immer mit aktuellen oder ja beziehungsweise nicht ganz so aktuellen Spielen versorgen. Jeden Tag ein Fußballspiel, das kann auf dem C64, das kann auf dem Amiga, Super NES, PC, also ich zeige euch da einfach mal die Spiele, die mir so in Erinnerung geblieben sind und die werden sich im Laufe der Zeit doch ganz schön verändert haben. Und ja, wie sich das gehört, beginne ich eigentlich mit dem ältesten Fußballspiel, was mir noch so in meiner Erinnerung geblieben ist. Es kam raus für den C64 und ja, es gibt, glaube ich, auch das ein oder andere bessere Fußballspiel sogar. Aber ich habe das doch früher sehr viel gespielt, mit meinen Freunden teilweise auch. War dann auch möglich, hier gegeneinander zu spielen. Wobei ich allerdings sagen muss, ich habe es nicht hinbekommen, diese Version hier so einzustellen, dass ich gegen den Computer spielen kann. Also werde ich jetzt quasi euch einfach mal ein bisschen hier das Spiel an sich mal zeigen. Und ich starte jetzt auch mal neu. Jetzt habe ich gedacht, da unten steht das Jahr, wann es programmiert worden ist. Aber nee, das ist was anderes gewesen. So, hier kann man jetzt eigentlich den Schwierigkeitsgrad einstellen. Aber das funktioniert in meiner Version leider nicht. Und jetzt habe ich halt ausgewählt, dass ich mit zwei Spielern spiele. Ist ein bisschen blöd. Das heißt, wir werden das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Es ist ja auch mal ganz interessant zu sehen, wie viel von den Fußballspielen, die ich dann eigentlich quasi spiele, auch gewinnen werde. Ich hoffe natürlich mehr als die Hälfte, sodass ich insgesamt einen Sieg feiern kann. So, und da geht's los. Und ich bin die Person hier unten und nehme jetzt erstmal hier meinem Partner den Ball ab, der ja jetzt leider nicht mitspielt. Das ist, wie gesagt, das einzig Blöde. Also das erste Spiel werde ich auf jeden Fall gewinnen. Und da kommt der Schuss und ein Tor. Unhaltbar für den Torhüter hier der grauen Mannschaft. Da seht ihr auch hier hinten, die Leute feiern. Das ist mal ein Publikum. Da sieht man eigentlich nur die Köpfe in einer Box drinne. So, und ich bin hier wieder derjenige. Ich zeige euch mal quasi, was man hier sonst noch machen kann. Man kann hier auch passen. Und man ist eigentlich immer automatisch der Spieler, der den Ball bekommt. Okay, jetzt hatten gerade der Gegner bekommen und ich, ja, habe hier einen Spieler bekommen, der ziemlich weit weg von diesem Spieler war. Und jetzt zu zweit hat es das richtig gebockt, muss ich sagen. Ich versuche jetzt nochmal ein Tor zu schießen, wieder mit einem guten Winkel oder Tormann hat gehalten. Ja, da streckt er sich, Oberkörper raus, aber jetzt, der müsste drin sein, auch nicht. Oh. Das war ja sogar ein richtiger Spezialmove, das wusste ich noch gar nicht. Dass man sich den Ball so hochlegen kann. Habe ich gerade auch rausgefunden, einmal kurz drauf gedrückt, da war vielleicht Zufall eben. Habt ihr ja gesehen, also keine Ahnung mehr, wie das ging, aber ich schieße jetzt nochmal rein hier. Macht damit das 2-0. Also wie gesagt, das Spiel heute wird nicht so interessant vom Ergebnis her sein. Allerdings wirklich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Weil ich mich erinnere, dass es für den C64 wirklich noch das ein oder andere, glaube ich, noch bessere Spiel gab. Aber das war eigentlich so fast das erste Spiel, mit dem ich so Kontakt hatte. In meiner Kindheit mit einem Fußballspiel, mit was anderem konnte man jetzt anfangen. Und auch reinlaufen funktioniert, auch ein Tor. Ja, deswegen werden wir mal nur die erste Halbzeit jetzt spielen. Eigentlich hatte ich mir gedacht, dass wir quasi mal das komplette Spiel zeigen. Jetzt hier von International Soccer für den C64 aus dem Jahre 83 mal nur die erste Halbzeit. Auch eine Sache, die mir schon als Kind aufgefallen ist, man konnte jetzt quasi von hier unten, konnte man ja dann noch ein richtig, richtig schönes Tor schießen, nämlich hier. Probier das mal. Ja. Das Interessante ist natürlich, dass ich das von oben nicht schießen kann. Also von oben kann ich quasi nicht in so einem Winkel schießen. Das hatte man damals bestimmt noch nicht so bedacht beim Programmieren. Da war man froh, dass man sowas überhaupt hinbekommen hat. Und vielleicht schaffe ich noch ein Tor, dann würde es ein glattes 5-0 geben. Ziemlich langweilig, aber wie gesagt, es geht ja auch eher um die Idee, das Spiel mal zu zeigen. Und das wäre definitiv auch ein Spiel für die Retro-Olympics, die ich ja dann auch noch machen will. Das war wahrscheinlich erst dann zu Zeiten der richtigen, also der richtigen Olympischen Spiele in London.
Oh, Pfosten hat eben gerade auch funktioniert. Jetzt hier mal ein schöner Heber. Vielleicht hier noch. Oh, das war doch eigentlich ein Tor. Hätte eigentlich 5-0 ausgehen müssen. Nee, da, Leute, das war das erste Spiel aus der Reihe hier. Road to UEFA 2012. Weitere 5 bis 6 Fußballspiele werden noch folgen bis zum Freitag. Ich hoffe, ihr guckt euch auch die nächsten an. Da werden noch ein paar richtige Kracher dabei sein, an die sich bestimmt der ein oder andere noch erinnern kann. Bis morgen. Ciao, ciao.